großartig. Dann vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt heute. Wir haben in den letzten Monaten ja über hinweg viele, viele ja, Meetups gehalten oder Webinare oder wie auch immer. Und wir haben uns mal gedacht, gemeinsam, wie ich mit Katrin reflektiert habe, lass uns mal was machen, was nicht über irgendwie Agilität, was wir in Projekten ausprobiert haben oder dies oder das, sondern lass uns doch mal darüber sprechen, was wir selber bei uns probiert haben. Und so ein bisschen reflektieren, ja, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Also wir wollen euch heute zu einer Reise einladen. Wir haben geschrieben, das Beratungsunternehmen der Zukunft. Ja? Also wir versuchen, unser Unternehmen auch weiterzudenken. Und wir haben bewusst gesagt, ein Selbstversuch. Ja? Ihr werdet merken, wir haben einiges ausprobiert, einiges, was krasser ist, einiges, was vielleicht nicht so krass ist. Wir haben, glaube ich, viel auch auf die Schnauze gefallen, muss man auch so offen und ehrlich kommunizieren. Und dafür würden wir euch gerne so ein bisschen was abgeben. Ja? Und wir freuen uns total auf eure Fragen. Also wir haben so ein bisschen eine Storyline vorbereitet mit ein paar Folien. Da ist aber auch gar nicht so viel oben, sondern fragt einfach, stellt Fragen in den Chat. Wir haben ja den Luxus, dass wir heute zu zweit sind. Das heißt, der jeweils eine von uns kann auch ein bisschen den Chat beobachten. Wir gehen dann direkt auf eure Fragen ein, weil wir einfach eine Vielzahl von Themen ja, streifen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und ja, ich gebe jetzt einfach mal an dich, Katrin, damit wir so ein bisschen darüber sprechen, wer sind wir eigentlich und warum reden wir hier über unser Unternehmen. Ne? Yes, sehr gerne. Vielen Dank für das Intro auch und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Als Christoph gesagt hat, lass uns das mal machen, habe ich gedacht, okay, hast recht. Es wird vielleicht mal Zeit, dass wir das, dass wir auch reflektieren, auch für uns irgendwie, was haben wir in den letzten Jahren ausprobiert, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Das ist ja auch für uns immer eine tolle Möglichkeit. Und da seht ihr uns beide auch, in welchen Rollen wir unterwegs sind. Katrin Thuchen, mein Name. Ich bin Chief Scrum Masterin mittlerweile bei uns im Unternehmen. In einem Team, ihr werdet nachher noch sehen, wie wir als, quasi als Unternehmen aufgestellt sind, in einem Team Digital Incubators gestartet, bin dann Scrum Masterin geworden und mittlerweile Chief Scrum Masterin. Wir sind so um die ja, 70, 80 Menschen, also verantwortlich dafür, dass unsere Teams produktiv oder produktiver werden und für das Thema Organisations- und Mitarbeiterentwicklung, also auch ganz stark mit unseren beiden Kolleginnen, die das Thema HR betreuen. Zu mir, ich bin 2017 zu Boris Gruger gekommen, habe jetzt viel in, sag ich mal, Banken- und Versicherungsprojekten gearbeitet, als Agile Coach Transition Teams begleitet auf dem Weg der Transformation. Habe vorher was ganz anderes gemacht, komme aus dem Tourismus-Background, dachte irgendwie, ich muss unbedingt was mit Flugzeugen machen, vielleicht auch irgendwie mit nachhaltiger Tourismusentwicklung. War bei Accor Hotels, quasi einen Abstecher über Lufthansa gemacht und bin dann über das Thema klassisches Change Management ja, zur Agilität gekommen, habe gemerkt, dass mir das einfach viel mehr liegt und habe da sehr, sehr viel Freude dran. Und begleite als Chief Scrum Masterin bei uns im Unternehmen unter anderem das Thema Gehaltsgilde. Da werden wir heute auch drüber sprechen. Also wie ja, funktioniert ein agiler Gehaltsfindungsprozess, beziehungsweise wie kann man das probieren und iterativ weiterentwickeln. Genau. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, können wir, glaube ich, noch ganz viel zu uns erzählen. Aber wir wollen ja heute vor allem über unser Unternehmen sprechen. Christoph, an dich. Genau, vielleicht ganz kurz zu mir noch. Christoph Schmiedinger, ich bin seit ja, 2014 bei Boris Gruger Consulting, komme ursprünglich aus der Produktentwicklung, habe quasi ja, Produktentwicklung nochmal vielleicht eher klassisch kennengelernt, ja, IPMA, Projektmanagement und bin dann über einen Selbstversuch, damals Agilität in der alten Firma, quasi zur Agilität gekommen, war am Ende dort als Product Owner verantwortlich und ich glaube, diese Product Owner Rolle, damals waren es halt Produkte, die hat mich immer stark geprägt. Ja. Also ich war immer stark in diesem Thema, lass uns irgendwie Ziele verfolgen, lass uns eine Vision kreieren, wo wollen wir auch gemeinsam hin. Das hat mich auch in den ja, 7, 8 Jahren bei Boris Kluger begleitet. Und ja, mittlerweile am Chief Product Owner, was bei uns so die Umsatz- und Return on Invest Verantwortung ist. Also wir leben die Rollen eigentlich relativ nah an dem, wie sie auch aus Scrum kommen. Und bin damit auch unter anderem verantwortlich für das Gesamtproduktportfolio. Aber ihr werdet sehen, gleich, wir haben zwar vielleicht die Verantwortung overall, aber wir machen das mit einem ganzen Team.
Und da sind wir auch schon gespannt, euch da ein paar Insights zu geben, wie wir da organisiert sind. Gut, Katrin, wir haben noch was vorbereitet, um auch so ein bisschen euch kennenzulernen. Und dazu würden wir euch bitten, einmal den Menti-Code hier aufzurufen. Genau, wir haben drei Fragen vorbereitet, ganz easy und simpel. Genau. Ich teile euch das mal hier. Also ihr könnt auf www.menti.com gehen und dann den folgenden Code eingeben. Weil von manchen Kollegen wissen wir ja schon, wo sie heute zugeschaltet sind. Wir haben uns schon über das Wetter unterhalten. Genau, München war vorher auch schon dabei. Katrin, du bist aus Frankfurt zugeschaltet. Yes, aus dem sehr verregneten Frankfurt. Ja, ich bin weiter im Süden, Wien. Hier ist es echt schön, muss ich sagen. Klar, ein bisschen bewölkt, aber wir haben es sehr warm. Hamburg. Hamburg-Altona. Da gibt es schon zwei, die aus dem hohen Norden zugeschaltet sind. Schleswig-Holstein. Köln ist auch jemand dabei. Sehr gut. Kleine verteilte Runde hier. Genau, Gran Canaria. Großartig. So, dann switche ich mal um. Uns interessiert natürlich auch noch so ein bisschen, was macht ihr gerade? Ja? Was ist eure Rolle in eurem Unternehmen? Auch so ein bisschen, um rauszufinden, was ist eigentlich das Publikum? Ja? Über was sollen wir heute vielleicht besonders reden? Sind Scrum Master hier, Product Owner, Geschäftsführer? Den Link, ich gebe da mal kurz, es ist www.menti.com und dann kann man einen Code verwenden auf dieser Webseite. Genau, den seht ihr direkt oben. Christoph teilt den Bildschirm. Perfekt, das ist so. Agile Enthusiast. Sehr gut, Consultant. Story Developer. Kreativer Name hier. Wer ist das bloß? Ein Teilnehmer, finde ich auch super. Firefighter finde ich auch super. Mir wurde erst unlängst in einem Projekt Anekdote jemand vorgestellt und die haben gesagt, das ist Mr. Taskforce. Ja? Wenn es eine Taskforce in dem Unternehmen gibt und irgendwas schief geht, dann ist er der Mann. Ja? Das erinnert mich an den Firefighter. OKR Business Developer. Spannend. Ja, cool. Geschäftsführer, Consultants, einige da, ich glaube, die sehr, sehr viel dann auch, glaube ich, zu uns, zu dem Inhalt connecten können. Ne? Weil euch das sicher auch in der einen oder anderen Weise betrifft. Vielen Dank dafür. Und eine letzte Frage haben wir noch und dann starten wir mit dem Inhalt. Wie schätzt du die Reife deines agilen Unternehmens ein? Ne? Also, ich habe ja vorher erzählt, wir haben so ein bisschen im Selbstversuch gestartet. Wir versuchen natürlich auch agile Prinzipien in unserer Company anzuwenden. Klar, wir entwickeln jetzt vielleicht keine klassischen Produkte, aber nichtsdestotrotz kann man agil arbeiten. So, 2, 3, 4, 5. Oh, guter Mix hier, ne? Nimmt sich nichts hier. Ihr dürft auch gerne über natürlich eure Erfahrungen nachher berichten. Also wir freuen uns, wenn ihr nicht nur Fragen stellt, sondern auch vielleicht die eine oder andere Geschichte mit uns teilt. Es gibt hier auch ein paar Experten hier auf der 5 und der 6. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Das hilft uns schon mal, das Ganze gut einzuschätzen. Und dann würde ich vorschlagen, lasst uns sofort in den Inhalt gehen und gucken, wo wir da hinkommen. So, jetzt muss ich nur meinen Browser hier wieder zumachen. Wegbekommen. So, jetzt bin ich richtig. Ja, wo kommen wir her? Ich glaube, wie generell, das Unternehmen ist 2010 gegründet worden, also vor gut 11 Jahren. Ich habe 2014 gestartet und ich glaube, damals waren wir, wenn ich so berichten kann oder so zurückgucke, damals waren wir schon noch ein sehr kleines Unternehmen, schon Startup, so ein bisschen Startup-Charakter, wie ich gestartet habe, waren wir um die 20 Kollegen. Und trotzdem muss man sagen, klar, wir waren immer schon klein, es gab vielleicht weniger Prozesse und so weiter, aber wir haben doch sehr klassisch gestartet. Ja. Wie ich gestartet habe, hatte ich eine Führungskraft, die irgendwie auch disziplinarisch verantwortlich war für mich.
wir hatten so ein paar Prozesse im Unternehmen, ein paar Regeln, ja. Ich glaube, wir waren immer schon, auch schon relativ offen, schon relativ frei als Firma. Aber ich denke, wenn wir das mit heute vergleichen, haben wir ganz, ganz viel an Weiterentwicklung gemacht. Und auf diesem Weg wollen wir euch heute ein Stückchen mitnehmen, ja, weil uns klar geworden ist, auch über den Wachstumsprozess, ja, hin zu diesen knapp 80 Personen, dass wir einfach viel, viel mehr über autonome Teams steuern wollen und sich jeder quasi einbringen kann, dass da letztendlich eine gute Kollaboration zwischen den vielen Teilnehmern stattfindet. Und auf die Reise, da wollen wir euch heute sehr gerne mitnehmen und dazu haben wir insgesamt so 5 Themenfelder rausgepickt, die wir heute mit euch machen wollen. Ja, danke, Christoph. Wir haben uns überlegt, dass wir starten mit dem Thema Team und Führungsstrukturen. Also wir wollen euch ein bisschen berichten, wie war es ganz am Anfang. Da kann Christoph natürlich viel erzählen und ein bisschen tiefer reingehen. Aber was haben wir auch über die Zeit etabliert? Was hat sich verändert und was haben wir auf dem Weg gelernt? Wir haben, wie du schon gesagt hast, Christoph, viel ausprobiert und sind auch an dem einen oder anderen Thema, sag ich mal, gescheitert, haben es nochmal probiert, wieder was Neues etabliert. Wir haben auch einige Rollen ein bisschen übersehen auf dem Weg. Also da ganz spannende Erkenntnisse erzielt, glaube ich. Und das werden wir euch berichten. Dann einen kurzen Ausblick Richtung Soziokratie geben. Wir haben, also unsere Teamstruktur ist ja, sag ich mal, sehr stark an Scrum angelehnt, haben irgendwann gemerkt, dass das Thema Soziokratie für uns spannend ist, dass wir da auch Themen lernen können und nicht so starr an dem festhalten, einfach nur, ne, wir machen Scrum und that's it, sondern uns von ganz vielen, sag ich mal, Einflüssen inspirieren lassen. Das heißt, da werden wir euch mitnehmen auf eine Reise, die auch schon vor ein paar Jahren gestartet hat. Und dann der dritte Block ist das Thema Transparenz und Autonomie, auch so ein bisschen den Ausblick geben auf, was haben wir noch vor. Wir wachsen gerade sehr, sehr stark, also gucken auch schon jetzt irgendwie, was passiert 22, 23 und stellen unsere Teams immer mehr Richtung Autonomie auf. Da können wir euch auch ein bisschen was berichten. Und dann die beiden unteren Themen Performance und Gehaltsevolution, also das Thema Gehaltsgilde. Das hatte ich am Anfang schon gesagt, wenn euch das interessiert, dann ist das auf jeden Fall auch Teil unseres Meetups und den letzten Schwenk auf das Thema Sustainability, das uns auch jetzt schon ein bisschen länger beschäftigt. Und wir würden euch einladen, gerne Fragen zu stellen, auch direkt in den Blöcken, weil es einfach thematisch passt. Ihr könnt gerne per Handzeichen euch melden, ihr könnt auch gerne in den Chat schreiben. Ich habe das hier mal nebenbei offen. Also da freuen wir uns über eure Fragen, aber auch über eure Geschichten. Also wenn ihr was berichten könnt, dann gerne einfach, ja, teilen. Das erwartet euch. Ich hoffe, es ist spannend und was Gutes dabei für euch. Und wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, können wir bestimmt auch ganz spontan noch mehr erzählen. Genau. Ich an dich, Christoph, für den ersten Block. Lass uns mit Team und Führungsstruktur starten. Ich habe ja erzählt, 2014 haben wir noch eigentlich mit einer relativ klassischen Führungsstruktur gestartet. Damals gab es irgendwie so 3 Führungskräfte für die 20 bis 25 Mitarbeiter. Wir haben das dann über die Zeit immer mehr hinterfragt. Ne? Eine agile Company, brauchen wir das überhaupt in dieser Form? Und was wir dann, wir sind dann über so Projektteams, ne? Im Consulting kennt man das vielleicht, so Projektteams, wo quasi immer ein Team, das bei einem Kunden war, ein Projektteam gegründet hat. Das war uns aber alles so ein bisschen nicht nachhaltig genug. Ne? Projekte wechseln, ja? Projekte kriegen eine andere Zusammenstellung. Also es war extrem viel, na, ich will sagen Turnover in den Teams. Und uns war das einfach nicht stabil genug, weil wir immer wollten, dass Teams auch eine Art Basis sind. Ne? Und je größer ein Unternehmen wird, es ist zwar schön, ne, wenn man trotzdem als große Unternehmen auch dann noch als eine Art Familie ist, aber nichtsdestotrotz wollten wir immer so einen Art Heimathafen, ja. Finden für die Teams. Und was dann ein Experiment war, 2016, und ich kann mich noch ganz gut erinnern, Anfang 2016, das kam von ganz stark von unserem Geschäftsführer, von Boris, mit rein, der sagt, stell dir vor, und wir wussten gar nichts, ne, an dem Tag, stell dir vor, wir hatten so ein Company-Meeting und dann hieß es so, stell dir vor, du gründest heute dein eigenes Team. Ja? Und irgendwie war die Erwartung, du überlegst dir jetzt irgendwie eine Stunde lang, ob du ein Team gründen willst und mit welcher Vision, und dann bist du Product Owner eines Teams. Ja? Wir waren am Anfang so, wow, was ist jetzt passiert? Ne? Wie jetzt, in 2 Stunden braucht es irgendwie Teams, ja, und das ist unsere neue Organisationsstruktur, irgendwie ist das sehr radikal. Ja?
Und wir haben uns dann in kleinen Gruppen ja, darüber unterhalten. Ich habe auch viel für mich selber reflektiert und habe gesagt, eigentlich, hey cool, ich war in meinem alten Unternehmen auch Product Owner, lass uns doch vielleicht auch eine Vision pitchen. Also war da mutig, ja, habe eine Business Vision gepitcht und das Spannende war, dass das Konzept war dann nachher, lass uns einen Marketplace machen. Ja? Also ihr seht das auf der rechten Seite, die Idee war, lass alle Product Owner pitchen, ja, und dann sucht sich jedes Teammitglied aus, zu welchem Team es sich anschließen will. Ja? Und das war so ein Unterbewusst, so ein bisschen der Druck, okay, spannend. Ne? Jetzt habe ich eine Vision entwickelt. Was ist, wenn die nicht leuchtend genug ist? Ja? Was ist, wenn sich mir keiner anschließt? Ja? Mache ich dann irgendwie alleine weiter? Also viele Dinge, die einem da durchgehen. Ja? Und der Prozess war wirklich in einem Tag abgeschlossen. Wir hatten, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber wir hatten sicher 5, 6 Teams. Ich habe damals ein Team gepitcht. Wir haben damals viel in so Inkubatoren gearbeitet. Also wir haben so kleine Mini-Inkubatoren in großen Unternehmen aufgebaut. Habe damals diese Vision gepitcht. Glücklicherweise haben sich 2 Kolleginnen angeschlossen in meinem Team. Wir waren dann zu dritt, ein erstes Team und haben uns quasi da ja rund um diese Vision einfach geschert. Und das, was spannend war, ist an diesem Prozess, ist, dass du natürlich schon mal einen gemeinsamen Purpose hast. Ne? Das, was man auch durchaus erreichen will. Ja? Aber der Prozess war definitiv spannend, einfach auch, weil es, glaube ich, für uns so unerwartet war. Was habe ich, also das war tatsächlich so ein bisschen die Anekdote draus. Ne? Das war das, was wir damals gepitcht haben. Ja? Ich glaube, es wurde noch so ein bisschen schöner gezeichnet über den Lauf der Zeit. Ja? Aber das war unsere tatsächlich originale Vision aus 2016. Wir haben das Team dann Digital Incubators genannt, weil es darum ging, Inkubatoren in großen Unternehmen zu pitchen. Und ich glaube, ein leichtes Echo drin. Danke, ja. Und ich glaube, das, was aus dieser Journey vielleicht zu teilen ist, ja, ist, dass wir damit eigentlich auch auf laterale Führungskräfte umgeschwenkt haben. Ja. Wir hatten, wie gesagt, schon vorher eine Zeit lang wirklich klassische Führungskräfte, also mit disziplinarischer Führungsverantwortung. Wir hatten, glaube ich, in den 1, 2 Jahren, wo es eben diese klassischen nicht mehr gab und dieses neue Teams noch nicht gab, hatten wir ja so eine Art Projekt-Account-Leads, ja, aber die waren nicht wirklich für gefühlt viel verantwortlich. Und dann mit dieser Art von Führungsstruktur durch dieses Thema, pitcht doch einfach euer Thema und sucht euch Verbündete im Unternehmen, haben wir eigentlich eine neue, ja, Führungsstruktur etabliert. Ja. Das Spannende ist, dass es eine laterale Führungssituation war, ne? Weil wir als Product Owner und Katrin wird gleich zu dem Thema kommen, dass wir da auch noch Scrum Master hatten, die wir ein bisschen vergessen hatten am Anfang. Ja. Dass es eine laterale Führungsarbeit ist. Ne? Das klingt immer alles so super toll im ersten Moment. Ne? Großartig, laterale Führungskräfte. Ich habe keine disziplinarische Verantwortung. Und das, was mir dazu einfällt aus den letzten Jahren, verdammt, das ist richtig viel Arbeit, ja, eine laterale Führungskraft zu sein. Weil durch dieses Thema, dass jeder so seine Vision einfach reinbringen kann, jederzeit auch Teams gegründet werden können, ne? Wenn neue Visionen da sind, wenn ein Business-Thema dahinter ist. Und Mitarbeiter immer frei wählen können, sich welchem Team schließen sie sich an. Ja? Macht das natürlich auch einen gewissen Druck auf dich als Führungskraft oder zumindest war das immer mein Gefühl am Anfang. Ne? Ständig zu reflektieren, ne? Ist meine Vision leuchtend genug? Ja? Biete ich genug Projekte, wo Menschen was lernen können, ja? Wo das attraktiv ist, dass die auch weiterhin in meinem Team bleiben und sagen, jo, Christoph und unser Team, das macht total Sinn, da will ich aktiv beitragen. Also ich glaube, über die Jahre als laterale Führungskraft habe ich ganz, ganz viel gelernt, dass es irgendwie so eine Art anderes Bewusstsein braucht, ne? Ein anderes Gespür für Führung. Ja? Was brauchen Mitarbeiter, um auch so einen, ich will mal sagen, Great Place zu schaffen, wo die einfach einen Heimathafen haben, wo sie auch gerne mit beitragen. Ja? Und um so ein bisschen den Teaser nach vorne zu geben, das ist tatsächlich nach wie vor die Struktur, die wir auch im Unternehmen haben. Also unsere Teams werden weiterhin lateral geführt durch die Product Owner, die stark die Vision haben, die sie meistens auch selbst entwickelt haben und selbst gepitcht haben. Also wir versuchen da auch, im Englischen würde man sagen, encouraging, ja, people, ihre eigenen Produkte, ihre eigenen Ideen weiterzuentwickeln und Verbündete bei uns im Unternehmen zu finden, die sich anschließen, ne, und dann gemeinsam diese Produkte
vorantreiben. Und Katrin wird ein bisschen später auf unser Organigramm gucken und da seht ihr auch, was so Themen gerade sind bei uns in der Organisation. Ich habe schon ein bisschen geteasert. Obwohl wir Scrum super gut kennen, haben wir irgendwas am Anfang nicht ganz so betrachtet. Und das war die liebe Scrum Master Rolle. Vielen Dank für den Übergang, Christoph. Wir haben noch ein paar Leute, die dazugekommen sind. Herzlich willkommen auch an euch. Ihr steigt an einem ganz spannenden Punkt ein. Genau, also das Thema, du hast jetzt sehr, sehr stark auf die PO-Rolle referenziert. Es gab, am Anfang habe ich mir sagen lassen, Scrum Master bei uns in den Teams. Man könnte meinen, so als Unternehmen, die das irgendwie Agilität einführt bei anderen Organisationen und wir natürlich auch sehr stark auf die Scrum Master Rolle irgendwie im Außen geschaut haben, haben wir doch bei uns im Innen, sage ich mal, eher die den Fokus auf die PO-Rolle gelegt. Was vielleicht, also könnt ihr auch berichten, in anderen Unternehmen, so wie wir es jetzt beobachtet haben oder in den letzten Jahren, vor ein paar Jahren beobachtet haben, auch der Fall war. Das heißt, ja, nicht ganz so ein starker Fokus auf den Scrum Master, der vielleicht am Anfang eher dafür zuständig war, sage ich mal, ein Arbeitsmodell aufzusetzen bei uns in den Teams. Hinzu, das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft, in den letzten Jahren wirklich zu verstehen, dass ein Scrum Master die Führungskraft ist des Teams. Und nicht nur die Führungskraft des Teams, also der Teammitglieder, sondern auch des POs. Und in meinem, sag ich mal, Kontext, in Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, gibt es ganz viele Scrum Master, ganz viele Rollenbezeichnungen. Und ich muss aber wieder feststellen, dass die doch sehr auseinandergehen. Also von jemandem, der irgendwie die Scrum Mom, habe ich heute wieder gehört. Musste ich kurz schlucken, ja, der irgendwie Termine organisiert und einstellt, bis hin zu, so wie wir es jetzt mittlerweile verstehen, wirklich eine Führungskraft ist. Und ich habe euch da mal ein paar Lieferungen mitgebracht. Wir haben, sag ich mal, am Anfang wirklich ganz, ganz klein angefangen. Wir haben einen Scrum Master Kreis gebildet. Es waren noch recht wenige Teams mittlerweile, sind wir wirklich POs, Product Owner. Sind wir wirklich mittlerweile eine große Runde geworden, die sich da trifft. Die erste Reaktion aus der Organisation war super spannend, als wir gesagt haben, wir treffen uns irgendwie einmal die Woche. An einem Freitag haben wir Scrum Master Calls gemacht. Ich mute mal ein paar Leute, die haben nicht was im Hintergrund. Ach, schaut sie denn, diese zwei. Danke. Genau, wir haben uns getroffen und haben überlegt, okay, was können wir machen, ne, als Scrum Master Kreis? Und dachten, super, wir treffen uns, wir denken über Impediments nach, was können wir lösen, was können wir Neues schaffen. Und so nach einem halben Jahr hat uns die Organisation gespiegelt, ja, ihr lieben Scrum Master, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Also wir haben gemerkt, wir sind super intransparent in dem, was wir tun. Und wir selber als Organisation haben das in Frage gestellt, ne, was diese Runde da treibt und was eigentlich der Benefit ist von Scrum Mastern pro Team. Es war sehr erschreckend und für uns auch nochmal irgendwie so ein Wachrütteln, dass wir super, also viel zu intransparent gearbeitet haben. Wir haben dann angefangen, das seht ihr hier links, OKRs für die Scrum Master Runde einzuführen. Also uns Ziele zu setzen. Wir machen das in den Teams einmal. Also die Teams überlegen sich, was sind Lieferungen pro Quartal. Und wir haben uns als Scrum Master Runde, haben uns überlegt, was sind eigentlich unsere Lieferungen. Und die haben wir transparent gemacht. Wir haben unterschiedliche Tools, die wir dann nutzen, haben uns also Ziele gesteckt und haben auch immer wieder geguckt, war das irgendwie erfolgreich, was wir da getan haben. Und eins von unseren Lieferungen war, wir haben das mal lernende Organisation genannt, wir haben company-weite Retrospektiven eingeführt, die wir auch quartalsweise durchführen. Wir haben eine Retro-Woche in der Organisation, wo wir jedes Team quasi, also wir geben so ein paar Leitfragen vor, jedes Team führt eine Retrospektive durch, alle 3 Monate. Und dann konsolidieren wir, sag ich mal, die Hot Topics an unserem Company Day. Das ist für uns so, sag ich mal, eins der Highlight-Events des ganzen Jahres. Wir treffen uns als ganze Firma auf einer total tollen Location, wirklich vor Ort, wenn es geht, machen das aber auch remote und nehmen uns eine Auszeit und beschäftigen uns quasi mit unseren Zielen, mit Impediments, mit ganz vielen Themen. Und da haben wir so eine Art
reflexiven Prozess eingeführt. Wir haben uns der Mitarbeiterfragebogen agil entwickelt, haben uns auch Support geholt, also iterativ, und haben angefangen, ja, viel mehr in Lieferungen zu denken. Also was können wir wirklich als Scrum Master Kreis für die Organisation an Mehrwert stiften? Dabei ist auch ein Onboarding-Prozess neuer entstanden. Also wir haben uns wirklich angeguckt, was kann man, ja, was können wir voranbringen? Und haben extrem viel gelernt auf dem Weg. Mittlerweile eine wirklich total tolle Runde. Auch ganz viele neue Scrum Master mit dabei, die sich stetig weiterentwickelt. Also das ist für mich eins der großen Learnings, dass man so eine Scrum Master Runde nicht unterschätzen darf. Mittlerweile Scrum Master Kreis, weil wir da durch Soziokratie so ein paar Einflüsse haben. Christo, magst du irgendwas ergänzen oder gehen wir mal zur nächsten Folie? Ich glaube, vielleicht ein Punkt, na, auch laterale Führungskraft, ja, weil du es jetzt nicht explizit dazu erwähnt hast, aber auch die Scrum Master als laterale Führungskraft unterwegs. Und das, was uns aufgefallen ist, ist, wenn der Kreis quasi immer größer geworden ist, ne, oder das ganze Unternehmen, weil ich glaube, Katrin, wo du gerade erzählt hast, ne, wo diese Scrum Master Rolle auch stark in Frage gestellt worden ist, das war so um den Dreh, wie wir 50 Leute waren, ne, irgendwie 50 Kollegen, und wir sind dann noch weiter gewachsen Richtung 60. Und ich glaube, das war irgendwann so der Punkt, und ein ausschlaggebender Punkt war auch, dass Boris damals Elternzeit am Auszeit genommen hat, also unser Geschäftsführer für 6 Monate auch quasi wirklich raus war aus dem Unternehmen, um sich seinem Kind zu widmen. Und wir gesagt haben, wir haben das damals selber auch gepitcht, na, willst du nicht ein paar Themen abgeben? Ne? Also wenn wir eh schon die Möglichkeit haben, ja, lass uns nochmal ein bisschen mehr Verantwortung nehmen als Company, ne? Dass nicht immer alles beim Geschäftsführer liegt, und unsere Idee war dann, lass uns doch Chief Scrum Master und Chief Product Owner etablieren. Ja? Und klarerweise war auch da wieder am Anfang so das erste, boah, agile Company, ne? Ziehen wir da jetzt eine neue Führungsebene ein, wie ist das? Aber auch da sind wir den Weg gegangen, lass es uns doch, ich will mal sagen, lass es uns doch lateral denken, ja, dass die zwar den Scrum Master Kreis als Chief Scrum Master führen, ja, im Sinne von, wo wollen wir auch als gesamter Scrum Master Verbund hin, aber auch als Product Owner, dass wir das führen und nichtsdestotrotz sind wir keine disziplinarischen Führungskräfte von den anderen POs und SMs, was nicht heißt, dass wir nicht eine bestimmte Guidance geben, wo sich die Company vielleicht hinentwickeln will. Katrin, du bist noch am Schreiben da, ja? Aber ich kann auch. Sorry, ich versuche das hier. Multitasking ist wirklich nicht so einfach. Ich hoffe, das passt jetzt. Genau, wo bist du hier stehen geblieben? Nee, alles gut. Ich glaube, darum geht es. Also was wir sagen wollten, ist, dass wir quasi unter der Geschäftsführerebene einfach versucht haben, ein paar der Themen, die typischerweise originär in der Geschäftsführung liegen, einfach eine Ebene runterzunehmen. Ja? Und nicht zu sagen, okay, als Chief Scrum Master oder Chief Product Owner entscheiden wir alles. Nee, wir nehmen diese Themen, die entschieden werden müssen. Ne? So Themen wie, welche Strategien, ne? Auf welche Branchen fokussieren wir uns. Ja? Dass wir das viel stärker auch in die Runden nehmen, zum Beispiel, also bei dem Thema jetzt mit zu den POs. Ne? Und dort reflektieren, was wäre sinnvoll, was wäre weniger sinnvoll, aber umgekehrt auch in der Scrum Master Runde große Themen, die vielleicht typischerweise irgendwo zwischen Geschäftsführung und HR liegen, zum Beispiel ein neuer Gehaltsprozess oder was auch immer, dass wir das in die Scrum Master Runde mitnehmen und der CSM-CPO mehr für diese Guidance, ne? Damit das passiert, damit wir uns den an den Lösungen arbeiten, aber immer stetig, ich will mal sagen, die Runde mitnehmen, um das wirklich gemeinsam letztendlich zu entscheiden. Ja, vielleicht dazu noch, also andere Organisationen nennen das vielleicht anders, das ist dann ein Agile Coach oder ein Senior Executive Agile Coach oder was auch immer, wie ihr den auch immer nennt, für uns ist es ein Chief Scrum Master. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch wenn diese Rolle, auch wenn wir die definiert haben auf dem Papier, dass es gar nicht so einfach ist, die auszufüllen. Also als ich die Verantwortung übernommen hatte vorher eine Kollegin, ich glaube ungefähr ein Dreivierteljahr die Rolle inne, und wir waren auch da noch sehr stark für uns im Findungsprozess. Also wie viel Themen nimmt man denn an sich, was ist irgendwie zu viel? Ich habe für mich reflektiert, dass ich am Anfang, als ich gestartet habe in der CSM-Rolle, extrem stark
das Bedürfnis hatte, irgendwie Themen an mich zu reißen und sie zu nehmen. Wir hatten auch da zu einer bestimmten Phase noch, sage ich mal, sehr juniorige Scrum Master mit an Bord. Und aber es geht viel mehr darum, ja, Christoph, du hast gesagt, lateral führen, also zu gucken, dass ein guter Kreis entsteht, also eine gute Gruppe, die Themen vorantreiben möchte und selber ganz stark Verantwortung übernimmt. Also wirklich eher so eine Richtung zu geben, eine Guidance, Priorisierung vom Backlog. Also wir haben ganz stark über die OKRs gearbeitet und haben Impulse mit reingebracht von der Strategie, die, sag ich mal, aus dem Führungskreis nennen wir das bei uns. Da werden wir später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also Christoph und ich sind da zusammen mit drin, die aus unserem Führungskreis entstehen, die auch wieder mit in die Kreise zu tragen. Und darum geht es. Und nicht so stark, sag ich mal, selber die Themen zu, ja, voranzutreiben, sondern eher anzuteasern und mitzugestalten und immer wieder zu fragen, wie kann ich helfen oder wie kann ich unterstützen, Strukturen zu schaffen, dass einfach solche Themen möglich sind. Ich glaube, das ist ja, eine ganz spannende eigene Erfahrung, das mal bei uns mit auszuprobieren, weil es doch sehr individuell ist. Lass uns vielleicht einen ganz kurzen Blick auch auf das Organigramm werfen. Ja? Und vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Ja? Gerne. Das ist natürlich für euch wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Wir haben versucht, euch das einmal mitzubringen. Das ist auch das, was wir quasi neuen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns starten, zeigen. Kein irgendwie klassische Struktur von oben nach unten, sondern wirklich so, wie wir auch arbeiten, wie wir aufgestellt sind. Ihr seht in der Mitte ein sehr großes Team, was auch immer stetiger wächst. Das ist, wir nennen das unseren Hub, also unser Backoffice, wenn man so will, die Kollegen und Kolleginnen, ohne die ganz viel nicht möglich wäre und die so ein bisschen den Center sind und eigentlich uns alle miteinander verbinden. Deswegen, ja, haben wir das in dem Mapping, haben wir sie in die Mitte gepackt. Was man nicht erkennen kann, ist da auch so ein bisschen die, wir versuchen immer alles zu visualisieren, also packen unsere Visionen damit dran, dass das transparent ist. Dann die zweite Schicht außenrum seht ihr PO und SM-Kreis. Auch bei uns kann man ganz bisschen erkennen. Wir haben versucht, unsere Vision einmal zu skizzieren, also ein Bild entstehen zu lassen, dass wir unsere Mitarbeitenden quasi wie durch so einen Dschungel führen, wie so ein bisschen die Reiseleiter, die im Gepäck, im Rucksack, haben wir das irgendwie gemalt, die ganzen Tools haben und Strukturen schaffen, auf unterschiedliche Wege zu gehen. Und dann außen der äußere Kreis, das sind unsere Teams mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Also das Thema Banking ist bei uns ganz stark, aber auch das Thema Versicherung, Automotive und natürlich gekoppelt auch damit Sustainability, also Sustainable Finance und das Thema Bauen. Also unterschiedliche Teamschwerpunkte. Und rechts oben, kleine Teaser, sieht man den Führungskreis hier, in dem Christoph und ich sitzen und auch Boris, unser Geschäftsführer, sitzt und noch ein paar andere, da kommen wir, glaube ich, später noch drauf. So sind wir aufgestellt und so arbeiten wir miteinander und wir sind quasi alle miteinander vernetzt. Es gibt ja keine disziplinarische Führungskraft formal. Wir sind alle, wenn man so will, irgendwie unserem Geschäftsführer unterstellt. Da gibt es laterale Führungskräfte natürlich in den Teams und ein PO, der führt über die Vision und ein Scrum Master als Führungskraft des Teams. Aber ja, da haben wir, sag ich mal, keine formellen Reporting Lines oder so und das nimmt auch ganz viel Druck, sag ich mal, raus aus dem System. Was ihr rechts seht, was sich bei uns ganz stark entwickelt hat und das eigentlich schon seit Beginn, ist so unsere Company-DNA, also Werte, Prinzipien, so wie wir sein möchten und uns jeden Tag challengen, ob wir es sind. Das hat sich auch über die Jahre entwickelt. Gestartet mit Boris, der immer mal einen Post rausschickt im Teams-Kanal unter allgemein bei uns und sagt, so sind wir und so wollen wir sein. Also Beispiel, ganz wichtiger Grundsatz ist bei uns Großzügigkeit. Das spiegelt sich in sehr, sehr vielen Bereichen unserer Organisation wieder, unter anderem dem Thema Weiterbildung. Da werden wir euch auch ein bisschen was erzählen zu. Und Boris hat immer diese Geschichten erzählt. Warum ist das so? Was passiert? Zum Beispiel dürfen wir Blumensträuße kaufen, auch unseren Kunden schenken, uns
einen Blumenstrauß auf den Schreibtisch stellen, wenn es uns irgendwie danach ist. Und diese Geschichten hat er immer mal erzählt. Und wir haben irgendwann gemerkt, wir wachsen, ne, es sind irgendwie bei 80 Leute. Irgendwann gehen diese Geschichten verloren, wenn man sie nicht immer wieder erzählt und weitergibt. Und das ist entstanden durch, ja, sag ich mal, ein kleines Chapter bei uns, unsere Agile Sketching Gilde, also von Mitarbeitern von uns, die gesagt haben, wir müssen das Ganze mal visualisieren. Also erstens müssen wir öfter drüber reden. Wir reden jetzt auch viel öfter über unsere Company DNA und es wird immer wieder gepostet und immer wieder drüber gesprochen, sodass wir alle diese Geschichten weitererzählen können. Und dann haben wir es in diesem, wie ich finde, richtig tollen Bild visualisiert und ja, sodass wir uns daran erinnern können. Und die, ich glaube, diese Woche wurden sie gedruckt. Also irgendwie ein ganz, ja, besonderer Moment. Ich finde, es ist unglaublich schön, was da entstanden ist. Und es hilft einfach, in Bildern zu denken und sich das immer wieder, ja, vor Augen zu führen. Das ist unsere Company DNA. Ich hätte eine Frage mal. Und zwar hattet ihr ja gesagt, dass sich die Teams immer aufgrund einer Vision bilden. Und nun, wenn ich das richtig erkennen kann, sind hier aber auch sozusagen Teams Hamburg und Stuttgart. Also ist da die Vision, wir sind alle in Hamburg oder was versteckt dahinter? Das ist eine super Frage, Christoph, magst du? Ja. Die Stuttgarter, ja, die heißen genau Stuttgart, aber sie haben quasi die Vision, dass sie Stuttgart so ein bisschen vor dem Detroit retten wollen, ja, oder dass Stuttgart nicht Detroit wird. Also die haben einen ganz starken Automotive-Background, ja. Also es ist letztendlich bei diesem Team so eine Mischung, ja, aus Standort DNA, aber doch auch eine Vision, die dahinter ist, die natürlich mit einer Business-Perspektive dann ergänzt ist. Also wir haben viele Automotive-Kunden natürlich auch im Raum Stuttgart und das Team kümmert sich darum. Das Team Hamburg hat es ein bisschen weiter gefasst. Da ist auch Teil noch des Fokusprozesses im Gange, wo man versucht so ein bisschen diesen Standortfokus mit Business-Perspektive zu kombinieren. Da kommen wir ein bisschen später dazu. Hat die Auswirkung eigentlich vor Corona gehabt, dass wir ein großes Thema mit Fluktuation hatten, unter anderem aufgrund von Reisen. Ja. Ich meine, es ist kein Geheimnis im Consulting oder in Beratung, dass wir viele Kollegen 4 bis 5 Tage vor Ort waren, über Wochen, Monate, Jahre hinweg und wir da stärker koppeln wollten. Ich glaube, das Ganze hat irgendwie eine andere Dynamik geworden seit der Covid-Krise. Vielleicht ist das in Zukunft auch alles gar nicht mehr notwendig, aber damit ist so ein bisschen den Hintergrund habt, warum sind da Standortteams entstanden. Ja, die haben eine Vision, die haben aber auch eine Vision deswegen den Standort inkludiert, weil es darum ging, irgendwas zu schaffen, wo man nicht, naja, ausbrennt, weil man irgendwie, weiß nicht, aus Hamburg jede Woche nach München pendelt. Ja. Und ich glaube, das Nachhaltigkeitsthema wird auch bei uns immer größer. Das spielt natürlich auch nochmal eine Perspektive mit rein, warum wir da in Zukunft in Richtung Standorte auch mitdenken wollen. Ja. Es ist kein Must bei uns, in Standorten zu denken, in den Teams, sondern es muss immer ein Business dahinter stehen. Und wenn das mit einem Standort verknüpft werden kann, dann gerne sozusagen. Ja. Aber wir haben auch, und das ist vielleicht das Absurde, wir haben auch Hamburger, die im Team Stuttgart sind, ja? Wo man sich fragen kann, okay, ich weiß nicht, oder umgekehrt, keine Ahnung, ja, ist egal. Ja? Aber es geht am Ende um sich einer Vision anzuschließen. Ja? Und wenn man irgendwie attraktiv findet, bei Automotive-Konzernen in Stuttgart zu sein, ja, oder zu wirken, dann kann man sich dem Team anschließen, auch wenn man nicht dort lebt. Ja. Und so denken wir das. Danke für die Frage. Sehr, sehr wertvoll. Ja. Und ich glaube, wenn man die das nicht so gut kennt, erging das erstmal unlogisch. Ja. Hier ist der Christoph Bockelmann. Ich habe auch noch mal eine Frage. Und zwar habt ihr auch eine vertikale Verknüpfung, also sprich, wenn jetzt Team Hamburg irgendwie eine Kompetenz aus Frankfurt braucht, wie sieht das dann aus? Also ihr habt die bestimmt, aber wie managt ihr das denn? Ich glaube, ein Instrument, oder Katrin, willst du antworten? Also gerne, ja. Ich kann ja mal starten und du darfst gerne hinzufügen. Wir haben, was man hier nicht sieht, auf unserem Organigramm noch ganz viele andere, sag ich mal, Vernetzungen zwischen den Teams, die wir etabliert haben. Wir nennen das Chapter oder Gilden. Das heißt, wir vernetzen Kompetenzen über die Teams hinweg, indem sich freiwillige Chapter bilden können. Wir haben normalerweise ein, ja,
bei manchen Themen ist es, sag ich mal, stärker getrieben. Gibt es einen Chapter Lead, der sich auch Gedanken darüber macht. Zum Beispiel das Skalierungsthema ist darüber entstanden. Das hat uns, sag ich mal, sehr stark beschäftigt. Wir haben auch da ein Produkt entwickelt. MyScaled Agile ist entstanden. Und da haben sich, sag ich mal, aus unterschiedlichen Teams Leute zusammengefunden. Agile Sketching ist auch so ein Thema. Also das Thema Visualisieren hat sich auch über viele Teams etabliert. Und ist vielleicht so ein bisschen mehr so Free-Floating, ne, gewesen. Also manche Sachen probieren wir aus, lassen wir dann auch wieder sein. Andere sind eher fixe Chapter oder Gilden, die sich entwickeln. Und ja, ich glaube, manchmal haben wir da nicht so eine starke Abgrenzung. Was ist ein Chapter, was ist eine Gilde? Bei dem Thema Gehaltsgilde ist es nochmal ein spezielles Thema. Das ist, sage ich mal, ein gesondertes. Die Gilde, die sich jedes Jahr neu formiert, da ist es ein bisschen stärker in den Prozess auch etabliert. Also dass wir wirklich, da wird man reingewählt, bestimmte Rollen sind automatisch mit dabei, Mitarbeiter können sich aufstellen lassen. Also es gibt unterschiedliche Arten von Gilden und Chaptern und basiert ganz stark auf dem Thema Freiwilligkeit. Also ich traue mich gar nicht, bei uns im Teams-Channel zu gucken, wie viele Chapter und Gilden es gibt. Sind sehr, sehr viele. Ja, manche leben bestimmt auch nicht mehr. Das existiert nur mehr als Gens. Also bei uns ist es wirklich sehr, sehr informal. Ich würde auch sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Chapter und Gilde. Wir verwenden das Begriff Synonym, obwohl es, glaube ich, in der agilen Community das eine formaler ist als das andere. Ja? Bei uns ist es beides informal, bis auf wenige Ausnahmen. Und Katrin, du hast ja eine erwähnt, ne? Die Gehaltsgilde. Also da gibt es wirklich einen expliziten Lead. Ja. Gut, der sich vielen Dank. Verantwortlich gerne. Fühlt. So, wir haben dann noch wenig im Warteraum. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, ne, Katrin, aber wir quatschen gerne. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Thema. So, Soziokratie begleitet uns auch schon länger, wobei wir es erst nochmal richtig probiert haben. Ich glaube, irgendwie Ende 2020 haben wir nochmal einen richtigen Anlauf genommen. Wir haben quasi Kreise gebildet, haben dort auch quasi Mission definiert, was dürfen die entscheiden, was dürfen die für Verantwortungen haben. Ich glaube, da ist relativ vieles, was noch so nachvollziehbar ist und was jetzt, ja, ich will jetzt sagen, das hilft alles, ne, um Kreise miteinander abzugrenzen auch, miteinander zu vernetzen, wer macht was, wie sehen da vielleicht Schnittstellen aus. Aber ich glaube, das, was wirklich unsere Company tatsächlich verändert hat, war, dass wir einen Double Link eingeführt haben. Katrin hat schon kurz vorher erzählt, dass wir einen Führungskreis haben, in dem einerseits die Geschäftsführung ist, dann Katrin als CSM, ich als CPO. Und wir haben einen Vertreter quasi aus dem PO-Team und einen Vertreter aus dem Scrum Master-Team wirklich von unten gewählen lassen, quasi in den Managementkreis. Und ich glaube deswegen, also Novum deswegen, weil früher, und wir hatten schon einige Iterationen von dem Führungskreis, da waren auch ziemlich viele Fails dabei. Ja. Wir haben gemerkt, irgendwie hieß das mal früher Strategy Council, da wurden alle quasi erfahrenen Consultants zusammengetan, die haben sich einmal im Quartal getroffen. Und was wir über die Zeit gelernt haben, ist, dass es einfach mal ein stabiles Führungsteam braucht, ja, weil erfahrene Consultants, da war auch immer wieder Umschwung drinnen, es war immer wieder eine neue Runde, ja, was ständig in diesem Forming, Storming, Norming-Prozess, den wir eigentlich auf einer strategischen Ebene nicht brauchen konnten. Ne? Und was wir jetzt gemacht haben oder über Vielzahl von Anläufen ist der Führungskreis, der wirklich, man könnte jetzt sagen, vielleicht so fast schon zu operativ arbeitet. Ja? Wir sehen uns zweimal in der Woche, haben viele Issues, die wir on the fly lösen, versuchen uns natürlich auch um strategische Themen zu kümmern. Ich will nicht sagen, dass es perfekt ist, ne? Aber auf jeden Fall viel, viel besser als früher, wo wir das Ganze eher sporadisch gemacht haben. Ne? Jeder kennt das auch in großen Unternehmen. Ne? Da gibt es einmal im Quartal irgendeine Strategie-Offsite, ja, unter den Top-Führungskräften und dann passiert irgendwie ganz lange nichts. Ne? Und ich glaube, da sind wir auch ein bisschen in diese Falle reingetappt und das haben wir wesentlich angepasst über die Zeit. Und der Führungskreis, wie gesagt, wir haben den gestartet eigentlich eher so als Dreierrunde, ne? CPO, CSM und Geschäftsführung. Und wir haben gesagt, wir haben immer wieder das Thema gehabt, die Teams fühlen sich nicht genug repräsentiert. Ja? Und ja, wir bemühen uns alle wirklich als laterale Führungskräfte zu agieren, Katrin und ich, aber nichtsdestotrotz wird man dann für ein System trotzdem eher als Führungskraft angesehen, ja, die von oben eingesetzt wird. Und die Soziokratie sagt, dass ein Double Link heißt immer, dass es Führungskräfte gibt, die von oben, ne, nominiert werden. Das wären in dem Fall Katrin und ich. Ja. Und andere werden quasi durch das Team gewählt und entsendet. Ja.
Und wir haben die dann quasi gewählt hier, einen Vertreter aus dem PU-Team, einen Vertreter aus dem SM-Team und die sind jetzt tatsächlich vollwertige Mitglieder im Führungskreis, was bedeutet, dass die ein Mitspracherecht für alle strategischen Entscheidungen haben. Ne? Und ich glaube, das war das Spannende, weil man natürlich vorher nicht weiß, wen man als Teammitglied bekommt. Ja? Und hat natürlich nochmal bei uns diesen Teambuilding-Prozess angestoßen, aber wir sind da eigentlich sehr glücklich darüber, weil vor allem ich, oder Katrin, gerne auch du, ne? Ich habe meinen Sparing-Partner hier jetzt gerne verwende, einfach um bestimmte Themen zu reflektieren über das Team. Ja? Vorher war man immer irgendwie so gefühlt so ein bisschen alleine. Ne? Du bist als CPO irgendwie Führungskraft. Ja? Boah, mit wem will man das eigentlich reflektieren? Ja? Was so der nächste Schritt wäre, was man in dem nächsten Meeting machen könnte. Und da nehme ich jetzt gerne diese Person hier, weil die einfach das Vertrauen genießt, ne? Durch die Runde. Sonst hätten die anderen sie ja nicht nominiert. Quasi, dass diese Person wirklich das Team auch stellvertretend im Führungskreis repräsentiert. Das war wirklich wertvoll. Ich weiß nicht, wann wir das gemacht haben, erst dieses Jahr, aber das ist noch ein relativ frisches Konzept. Haben wir irgendwann im März, wahrscheinlich April irgendwie so gestartet und kann ich wirklich nur sagen, war eine super Bereicherung für die Runde und auch für die Arbeit im PO-Kreis oder Team. Ne? Ihr seht schon, wir verwenden das auch synonym. Kreis und Runde. Ne? Früher hieß eher PU-Team oder eher PU-Runde, ja? Heute Kreis, weil wir so ein bisschen im Soziokratie-Sprech sind, aber wir sind da nicht dogmatisch. Ja? Wir akzeptieren alles an Wordings. Ja? Ja. Katrin, da noch was zu ergänzen dazu, zu dem Führungskreis und dem Double Link. Vielleicht noch ein Aspekt, also ich glaube, wo es auch sehr stark geholfen hat, um nochmal viel stärker auch die Themen, die wir im Führungskreis besprechen, auch mit in die einzelnen, also in das PO-Team und in das M-Team zu bringen, weil wir natürlich irgendwie im Kopf hatten, das Thema Backlog, also was wollen wir als nächstes erreichen und nicht immer auf jedes Thema eingegangen sind und unsere beiden Kollegen aus den Kreisen nochmal einen ganz anderen Blick mit auf die Themen bringen, auch was ist wichtig, wieder zurückzuspielen, also gegen die Intransparenz dieses Kreises zu wirken. Generell passiert einem das ja manchmal, wenn man in so einem, sag ich mal, Strategiediskussion ist und die unterstützen uns dabei sehr stark auch wieder in die Kreise zu wirken und das mitzunehmen. Das, ja, also nicht nur zum Sparing, sondern auch für Transparenz zu sorgen. Fand ich super hilfreich. Ein anderes Thema, was auch Soziokratie ist und was uns schon länger begleitet, tatsächlich über 3-4 Jahre mit vielen Anläufen, ist so ein bisschen dieses Thema Entscheidungen. Ja? Und wie machen wir Entscheidungen transparent? Dazu haben wir euch einen Fail mitgebracht. Wir haben vor einigen Jahren in der Scrum Master Runde zu dem Thema Entscheidungen festgestellt, dass auch hier Transparenz fehlt und dass wir irgendwo doch eine Liste bräuchten an Entscheidungen, die mal getroffen wurden, an die man sich dann wieder halten, also an die man sich irgendwie wenden kann an diese Liste und sagen kann, naja, das haben wir doch schon mal entschieden, müssen wir nicht schon wieder drüber sprechen. Auch gerade, wenn viele neue Kollegen ongeboardet werden und, sag ich mal, viele Menschen, die gerne Regeln hinterfragen und so weiter, dann kamen wir immer wieder auf dieses Thema, wir brauchen einen Decision Log, haben wir das damals genannt, haben in mehreren Iterationen ein Tool gebaut, ein PowerPoint-Template gekoppelt mit Teams, wo man eintragen sollte, diese Entscheidung wurde getroffen und dann musste man dieses Template ausfüllen. Wir dachten, das wäre ganz einfach und ich glaube, das ist so einer der Teamsreiter, die am meisten versandet ist. Also damals wurde nicht genutzt, weil es super aufwendig war, die Entscheidung, die wir getroffen haben, da irgendwie zu dokumentieren, hat keiner gemacht. Und wir haben es wieder gelassen. Ein paar Jahre später, neue Menschen kommen in eine Organisation und sagen, naja, habt ihr nicht irgendwo ne, was, wo ihr das mal aufschreibt? Hatten wir natürlich nicht. Und dann durch das Thema Soziokratie kam jetzt das Thema Logbuch wieder auf, an dem wir, sag ich mal, auch noch arbeiten. Das ist noch nicht fertig. Und wir probieren es wieder. Wir haben jemanden, der uns da begleitet bei der Soziokratie-Einführung. Und ich musste irgendwie tief atmen und dachte, oh Gott, bitte nicht schon wieder so ein sperriges Ding. Aber wir versuchen es nochmal. Also manche Sachen muss man einfach wieder probieren und anders machen. Jetzt haben wir es versucht, in einem Teams-Channel, wir nennen es Unternehmensentscheidungen, zu integrieren. Das ist auch noch ganz, ganz neu und wirklich nur, was wurde entschieden wann und von welchem Kreis. Also wir haben uns sehr stark jetzt durch die Soziokratie damit auseinandergesetzt,
welcher Kreis trifft eigentlich welche Entscheidungen, welche Entscheidungsdomäne haben die Scrum Master, die POs, der Führungskreis, aber auch Einzelpersonen. Und ja, werden das jetzt wieder testen, ob das gut funktioniert und ob wir dadurch, sag ich mal, mehr Transparenz darüber haben, welche Entscheidungen wir treffen. Ich bin sehr gespannt, ob es diesmal klappt. Ich denke, der Prozess vorher hat uns auch schon sehr, sehr stark geholfen. Ja, und am Ende hilft der Schmerz, ne? Je mehr Kollegen wir werden, und wir haben kein formales Regelbuch, ne? Wo irgendwie drinsteht, was sind die Regeln bei BG. Und vielleicht ist auch das die Konklusio am Ende, keine Ahnung, wo wir landen. Ne? Aber immer wieder kommen natürlich neue Kollegen und fragen sich, was darf man hier eigentlich? Ne? Was? Und wir alten Hasen teilweise denken uns, boah, nicht schon wieder das Thema. Das haben wir doch schon 10-mal entschieden. Ja? Warum bringen wir das ein 11. Mal aus? Und ich glaube, dieser Schmerz hilft natürlich auch, immer wieder sich dran zu setzen und drüber nachzudenken. Lasst uns weiterschauen. Transparenz und Autonomie. Ich glaube, das kann man relativ kurz halten. Das, was wir über die letzten Jahre wirklich viel probiert haben, ist, dass wir wirklich möglichst alles transparent machen, ja? Und mit fast, ne? Immer unter Klammern. Ne? Ein paar Dinge können wir nicht oder wollen wir auch nicht, er hat auch teilweise rechtliche Aspekte, wie zum Beispiel die einzelnen, also Personalverrechnungsdaten oder schützenswerte Daten von jedem einzelnen Mitarbeiter, aber wir versuchen wirklich Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, ja, das kommt bei uns einmal pro Monat aus der Buchhaltung, geht wirklich an Company, ja, an die ganze Company, jeder kann sich bis auf das letzte Konto ansehen, was ausgegeben worden ist, ob das wirklich hilfreich ist, in der Detailtiefe muss dann jeder selbst für sich entscheiden. Aber wir bieten da auch Reports an, ne? Wo man sich wirklich die Geschäftsführer-Reports ansehen kann. Da stehen im Wesentlichen drauf Umsatz, Kosten, ja, Rendite, Zahlungsziele. Also all das, was man sich in der guten BWL, was man da im Studium gelernt hat, was man so an Kennzahlen für ein Unternehmen hat. Wir stellen auch Team- und Projektauswertungen zur Verfügung. Also beschäftigen uns auch, wie viel Deckungsbeitrag erwirtschaftet, welches Team, welches Projekt. Also da möglichst viel Transparenz letztendlich. Dass quasi das Ziel wirklich ist, dass jeder wie ein eigener Unternehmer denkt. Ja? Also wir wollen viele Entscheidungen quasi auf die Mitarbeiter übertragen, aber denen die Informationen gleichzeitig zur Verfügung stellen, dass sie die Entscheidung auch treffen können. Ne? Also wir haben keine Reisekostenrichtlinie, wir haben keine Obergrenze für ein Weiterbildungsbudget. Das heißt, es geht ganz, ganz viel darüber selbst zu entscheiden, aber, und jetzt kommt das große aber es ist wichtig, die Transparenz zu haben darüber. Ne? Also man muss am Ende auch dafür gerade stehen, dass man bestimmte Dinge zum Beispiel gekauft hat oder ausgegeben hat und muss sich auch die Frage gefallen lassen, was ist der Investment Case oder was ist der Return dann in dem Fall für das Unternehmen. Ja? Wenn ich jetzt eine Weiterbildung mache, die kostet x-tausend Euro, ja, was war die Idee dahinter? Und die Fragen muss man sich gefallen lassen. Umgekehrt setzen wir mal diesen Vertrauensvorschuss, dass jeder das entscheiden kann. Ja? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, weil man dadurch natürlich schneller wird und wir als Führungskräfte irgendwie nicht diese Thematik haben, wir müssen irgendwelche Entscheidungen genehmigen. Ja? Weil am Ende die Mitarbeiter wissen es immer wieder selbst und für viele ist das auch ein Umlernen. Anekdote auch aus unserem Unternehmen. Ich bin, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so oder vor einem Jahr, glaube ich, gefragt worden, auch das war, glaube ich, relativ nicht zu Beginn der Corona-Pandemie, ob es okay ist, sich ein Office zu mieten, ja, weil quasi zu Hause so viel los ist. Ne? Und Training quasi, die sind Kollegen, die viele Trainings machen, habe ich gesagt, ja, bitte, nimm dir das Office. Ja? Wenn wir um die paar hundert Euro, und das kannst du bitte entscheiden, wenn wir um die paar hundert Euro bessere Trainings geben kannst, warum nicht? Ja? Also immer auch versuchen, ist es wirtschaftlich sinnvoll? Ja? Dann let's do it. Ja? Und das versuchen wir wirklich ganz stark zu leben. Und um das vielleicht noch mehr zu internalisieren, haben wir auch so diesen konsultativen Einzelentscheid. Und da wirst du ein bisschen was drüber erzählen, ja, der so ein bisschen Hilfestellung bietet, ne? wenn man was entscheiden kann, will. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Im Grunde genommen wollen wir dieses Prinzip leben, dass jeder Mitarbeiter eigentlich alles selbst entscheiden kann. Und Christoph, du hast gesagt, Transparenz ist total wichtig. Was uns auch wichtig ist, konsultativ bedeutet, ich frage mindestens am besten zwei Personen. Ich hole mir Rat ein zu meiner Entscheidung, die ansteht, und challenge oder reflektiere das mit denen. Die können dann sagen,
solltest du trotzdem nicht tun, aber ich kann mich dagegen entscheiden. Und ein Beispiel ist das Thema Weiterbildung bei uns. Also wir haben bei Weiterbildung hatten wir vorher ein Budget, das war, glaube ich, 10.000 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Wir haben dann entschieden, dass wir diese Regel nicht mehr möchten, also auch Regeln abschaffen, ist super wichtig und haben gemerkt, dass uns das eher hindert und haben gesagt, es soll wirklich jeder, sag ich mal, ausgeklammert aus der Probezeit, da ist es eine Teamentscheidung, soll man selber entscheiden können oder soll man generell so viel Ausbildung machen können, wie man möchte, wenn die natürlich sinnvoll sind. Und dafür reflektiere ich mit ein, zwei Mitarbeitern, die zum Beispiel schon mal diese Ausbildung gemacht haben, überlege mir, ist das jetzt der richtige Entwicklungsschritt für mich, und kann bis zu 10.000 Euro die Entscheidung im konsultativen Einzelentscheid treffen. Und wir haben gesagt, weil das 10.000 Euro Ausbildung, eine einzelne Ausbildung, recht großer Betrag ist, haben wir hier noch einen Mechanismus eingeführt und gesagt, wir können in der Scrum Master Runde pitchen. Also wenn ich jetzt ein MBA machen möchte und sage, das wäre total sinnvoll, passt zu meinem Entwicklungspfad, macht total Sinn für die Companies, ein super Invest, dann würde ich mit so einer, sag ich mal, sehr großen Entscheidung in der Scrum Master Runde pitchen. Und sonst kann ich über den konsultativen Einzelentscheid zum Beispiel mit Christoph oder mit Jana ins Sparring gehen und kann mich dann entscheiden, eine Ausbildung zu machen. Und das hat enorm geholfen, weil für uns ist es, also Thema Weiterbildung ist sowieso im agilen Kontext, ist es nicht nur da, eigentlich immer super wichtig. Wir wachsen daran, dass wir uns Inspiration holen, dass wir neue Dinge lernen. Ich glaube, jeder von uns, egal welcher Organisation man arbeitet, und ja, war für uns super wichtig, diese Regel zu kippen. Und konsultativer Einzelentscheid hilft uns einfach dabei, gute Entscheidungen zu treffen. Eine Frage haben wir noch im Chat. Wie ist es zu diesem Betrag 10.000 Euro gekommen? Ich glaube, gute Frage. Ich glaube, der Betrag 10.000 Euro als Obergrenze auch für den Pitch war so ein bisschen raus, weil wir früher auch 10.000 Euro Weiterbildungsbudget hatten. Ja? Keine Ahnung, da muss ich gestehen, habe ich keine Ahnung, wo das herkommt. Ja? Wir dachten irgendwie, das ist vielleicht eine gute Zahl. Ja? Es bietet genug Spielraum, um jede Menge Weiterbildungen zu machen. Ja? Verhindert aber vielleicht auch, dass manche sich riesengroße Beträge da gönnen. Ja? Heute haben wir es eher runtergestript und gesagt, eigentlich geht es nur mehr um einmalige Ausbildungen, die mehr als 10.000 Euro sind. Ne? Wenn du mehrere kleine machst und die sind dann 12.000 oder 13.000, dann ist das alles ohne einen einzigen Pitch, ohne Bewilligung selbst zu entscheiden. Ne? Also ich glaube, es war nicht willkürlich. Ne? Wir haben schon irgendwie bei diesen 10.000 Euro denken wir, dass es sinnvoll ist, das auch pro Mitarbeiter zu investieren. Ja? Und ich glaube, wenn du über die ganze Company guckst, denken wir, dass es sinnvoll ist, auch diese Anzahl an Geld reinzustecken in Weiterbildung pro Jahr. Manche brauchen mehr, manche weniger. Wichtig ist, dass das schnell bewilligt wird. Wir wollten nicht in irgendwelche Genehmigungsprozesse, wo dann 100 Leute mitreden, ob du diese blöde Weiterbildung da machen kannst oder nicht, und mehr Verantwortung da an die Mitarbeiter zu geben. Genau. Dann würde ich gerne mal fragen, wie stark wird das hinterfragt? Wer hinterfragt das? Wie sind da eure Erfahrungen? Weil so aus eigener Erfahrung in der Firma würde ich sagen, so viele haben da gar keine Meinung dazu, und dann wird gefragt und da mag auch gar keiner so richtig was zu sagen. Und ich sage mal, ich aus dem Bauch raus würde ich wahrscheinlich sagen, das läuft auch bei 90% gut, aber es gibt auch sicherlich einige fragwürdige Sachen, aber dann fragt halt auch keiner richtig nach. Seid ihr da sehr aktiv oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? Also ich würde sagen, wir sind da sehr aktiv. Bei uns ist es so, wir haben, total spannend, also danke für die Frage, wir haben ein, sag ich mal, ein Excel-Tool, da kann man jetzt drüber streiten, ob das das beste Tool ist. Aber da trägt jeder, der eine Weiterbildung macht, trägt das ein und macht das transparent. Und wir haben auch in einem Channel, da schreiben wir rein, wer an welchen Weiterbildungen teilnimmt. Und uns, also ist total interessant, unser System regelt ganz, ganz viele Sachen von selbst. Also uns fällt wirklich auf, wenn Leute, ne, das passiert nicht oft, aber mal so einen konsultativen Einzelentscheid übergehen und niemanden gefragt haben und sich einfach eintragen. Also gerade ganz neue Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht noch nicht so verinnerlicht haben, passiert mal, und dann gibt es immer jemand, der irgendwie sagt,
darf ich das nochmal challengen? Warum machst du diese Ausbildung? Ja, also zum Beispiel haben wir eine große Ausbildung, die einige von uns gemacht haben, ich auch, eine Facilitation-Ausbildung. Total wertvoll, wahrscheinlich nicht für jeden. Und da gibt es immer wieder Menschen, die sagen, darf ich das mal mit dir reflektieren? Ich würde dir gerne erzählen, was ich da gemacht habe und das hinterfragen. Also das ist halt super wichtig, ne? Wenn man sowas macht. Erstens muss es transparent sein und es ist wirklich jeder Ausbildungstag ist für uns komplett jedem transparent. Ich kann das jederzeit nachschauen, wer welche Ausbildung macht, um mich auch zu informieren und die Menschen zu fragen, wie sie es fanden. Im Team achten wir da halt sehr stark drauf durch eine Scrum Master Rolle, die wir pro Team haben, die auch wirklich dann nochmal in das Challenging geht oder in die Reflexion geht. Und das ist ganz faszinierend. Also bei dem Thema, ich glaube, wir sind generell extrem aktiv, in dem, dass wir uns da gegenseitig supporten, hinterfragen. Dann funktioniert das. Und da, ich glaube, diese Kommunikation darüber muss man einfach anregen. Wenn jeder wegguckt, das wäre doof. Ich hatte einmal, ich weiß gar nicht, ob du da schon da warst, Katrin, wo wir einmal hatten, dass ein Kollege extrem viel Geld für Bücher ausgegeben hat, wo wir auch quasi eine Diskussion auch teilweise in der Company gestartet haben, ja, wie viel Geld ist sinnvoll für Bücher auszugeben, ja, und so weiter. Und da sind wir auch in die Thematik gekommen, bitte sagt uns doch wenigstens, was der Return ist am Ende. Ne? Also ich habe ja keinen Schmerz. Ne? Es war wirklich viel Geld für Bücher, ne? Verhältnismäßig. Was ist der Return? Ne? Was war da dabei? Ne? Und der Kollege hat dann gesagt, ja, er verschenkt die auch an tausende Kunden und so weiter. Ja, vielleicht ist dann der Return tatsächlich wirklich gegeben, ne? Weil es wirklich mehrere hundert Bücher waren oder was auch immer. Aber das System regelt das durch die Transparenz, ne? Und durch Mitarbeiter, die halt dann irgendwie das durchaus auch challengen. Ne? Wie viel ist denn zu viel für Bücher? Ne? Ich glaube, damals waren es in 6 Monaten, ne? Das muss jeder für euch selbst beurteilen, ne? Ob das viel ist oder nicht, um die 1.700 Euro. Das kann jeder für sich selbst, ne? Wir haben uns das irgendwie durchgerechnet, ja. Da haben wir gesagt, ja, da muss man schon viel lesen, ja, irgendwie 4, 5 Bücher die Woche, keine Ahnung, ja, aber du ein System, und wir haben den großen Gedanken, das System regelt das von selbst, ne, und wir verkraften das, ne, meine Güte, also, es gibt Schlimmeres, als irgendwie viel Geld für Bücher auszugeben, uns ist nur immer, was ist der Intent, ne, und das ist ja total fair, aber wichtig ist Transparenz und man darf es challengen, ja, und ich glaube, das ist extrem wichtig, ja, ich gebe auch Workshops frei, ich gebe auch Beträge frei für Trainings oder was ich selber organisiere. Ja? Und da fließt auch Geld. Ne? Und man muss ja immer mit sich im Reinen sein, glaube ich, ist am Ende. Ne? Ist das, was es jetzt kostet, wirklich wert? Ne? Und diese Reflexionsschleife, glaube ich, die ist bei uns vielen im Unternehmen etabliert, ja? Über die Zeit, ne? Und übers Lernen natürlich auch. Es gibt schlimmere Laster, ja, absolut. Es gibt schlimmere Laster, als zu viel Geld für Bücher auszugeben. Darf ich noch da in dem Zusammenhang noch eine Frage stellen? Weil so bei Ausgaben im Sinne von Euros ist das ja sofort sehr transparent. Man kann man aber natürlich auch sehr gut Zeit in irgendwelche Themen versenken. Habt ihr da auch eine entsprechende Transparenz? Weil das ist ja teilweise mehr, also ich meine, die 1.700 Euro für Bücher ist ja eigentlich eine Milchmädchenrechnung oder egal, wenn ich in der Zeit dann entsprechend Stunden für was investiere, ne? Ja, total. Ich würde sagen, ich meine, wir haben ein Key-Kriterium, was bei uns natürlich, wir sind eine Beratung, ne, was natürlich Auslastung betrifft, ne, also in Form von wie viele Billable Hours oder Billable Tage, ja. Aber was wir nicht machen, ist, wir monitoren nicht, was mit dem Rest der Zeit ist. Ne. Aber Fakt ist, ne, wir challengen natürlich, wenn jemand eine geringere Auslastung hat, was ist der Invest, ne? Was finanzieren wir da gerade, ne? Und manche entwickeln neue Produkte, dann ist da natürlich die Erwartung, dass aus diesem Produkt was entsteht, ne? Oder wenn nichts entsteht, dass man es verwirft. Ne? Also wir sind ja keine Company, die sagt, jedes Produkt muss funktionieren. Ne? Da gibt es übrigens gerade Bestrebungen, das ein bisschen expliziter zu machen tatsächlich. Ne? Wir hatten erst vor 2, 3 Wochen wieder eine Diskussion, wie viel Invest ist nicht erlaubt. Ne? Bei uns ist ja vieles erlaubt, ne? Aber wie viel Invest ist gerechtfertigt in neue Produkte zum Beispiel zum Aufbau? Ne? Das ist genau das, was du meinst, weil da fließt ja in der Regel kein Geld rein oder nur Peanuts an Geld.
aber da arbeiten vielleicht 3 Mitarbeiter, ne, irgendwie 5 Tage dran. Und das sind natürlich gerade in der Beratung relativ große Opportunitätskosten dann in dem Fall. Und da versuchen wir ein ähnliches Prinzip zu fahren. Ja? Macht es bitte transparent. Ja? Aber da sind wir nicht ganz so konsequent, obwohl ich gebe euch total recht, dass es vielleicht das schlimmere Laster ist, ne? Weil es um große Beträge natürlich geht, wenn da Zeit reinfließt. Ne? Weil Zeit ist unser aller kostbarstes Gut mittlerweile. Ja? Genau. So, Katrin, wir müssen Gas geben. Ne? Slides haben wir doch für euch. Genau. Es sind nicht mehr viele und eines ist sehr, sehr spannend, ja? Weil ich glaube, Gehalt und Performance-Evaluation machen wir anders als viele, viele Unternehmen. Und Katrin, du bist ja ein Lead dafür bei uns und ich glaube, du kannst da gut erzählen, was wir da so tun. Ja? Genau, gucken wir mal. Ich versuche mich da kurz zu halten. Ich glaube, da kann man ein eigenes Meetup drüber halten, über das Thema. Ich habe euch das Schaubild mitgebracht, eine Visualisierung von mir, von der Gilde 2021 und unserem Zielgehaltsprozess auf einer Magic Estimation Reihe, die ihr hier seht. Magic Estimation ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff eher aus dem Schätzen. Wir haben das quasi genommen und haben gesagt, irgendwie wir mappen das auf den Gehaltsgildenprozess. Vielleicht so zum Hintergrund, also früher, zumindest habe ich das im Kopf, Chris, aber ich hoffe, ich erzähle das richtig, aber früher waren die Gespräche, Performance-Gespräche mit Boris, unserem Geschäftsführer, im One-to-One, also wirklich Einzelgespräche und wir haben irgendwann festgestellt oder sag ich mal, sind in die Reflexion gegangen, dass das für uns als agiles Beratungsunternehmen so nicht ganz funktioniert, nicht wirklich partizipativ ist, auch nicht unbedingt der fairste Prozess ist. Jeder kann sich in so einem Einzelgespräch, sag ich mal, so gut es geht verkaufen. Das machen Menschen unterschiedlich. Wir wollten einfach ein Gremium schaffen, das jedes Jahr wechselt. Und das eben versucht, auch wenn es kein einfacher Prozess ist, wirklich fairer das Ganze, also fairer Gehalt zu verteilen, gleiches Gehalt für gleiche Leistung zu schaffen, einen partizipativen Ansatz zu kreieren und machen das seit 2018, also haben insgesamt jetzt schon 4 Iterationen hinter uns und auch ganz viel Schmerz, würde ich sagen. Wir haben nach dem ersten Prozess auch einige Mitarbeitende verloren, weil sie einfach damit nicht klar kamen, weil das, sag ich mal, ein ganz anderes Modell ist und auch nicht unbedingt jeder zufrieden war. Es entscheiden jetzt auf einmal andere Menschen über Performance und über Gehalt, also über die Einschätzung. Man selbst ist nämlich nicht mit dabei. Also wenn über mich beispielsweise gesprochen wird, über meine Performance des letzten Jahres, bin ich nicht mit im Raum. Und kann deswegen selber für mich gar nicht pitchen, sondern es sind andere Menschen, die darüber sprechen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, der Prozess wird nie perfekt sein, das gibt es nicht. Aber wir haben gemerkt, dass jetzt über die letzten Jahre, es haben sich immer mehr Menschen engagiert, diesen Prozess mitzugestalten. Wir haben Unterstützung durch Equal Pay, also eine Initiative aus Österreich, die uns da supportet, also versuchen auch von außen Sparing mit aufzunehmen und das nicht irgendwie nur für uns innen zu machen, haben da ganz, ganz viele Learnings draus gezogen und haben auch gemerkt, dass eine Gehaltsgilde, die bei uns einmal im Jahr stattfindet, dass diese 2 Tage, in denen wir das durchführen, nicht, sag ich mal, genug ist, nicht das Einzige ist, wo wir auf das Thema Performance und Gehalt gucken, sondern dass ganz viele Prozesse, die wir etabliert haben, davor, die, sag ich mal, darauf hinwirken, unglaublich wichtig sind. Also wir machen einmal im Quartal jeweils in den Teams Entwicklungsradargespräche, nennen wir das, auf den unterschiedlichen Leveln, auf denen unsere Mitarbeitenden arbeiten. Also wirklich nochmal reflektiert, welchen Entwicklungsschritt hast du gemacht, was nimmst du dir vor, was sind irgendwie die 3 Punkte, die du dir fürs nächste Quartal mitnimmst. Und da kann man auch sehr genau mappen, was erwarten wir auf den einzelnen Rollen. Und wir haben gelernt, dass diese Gespräche enorm wichtig sind. Und da war, sag ich mal, am Anfang dieses Prozesses nicht ganz so viel Fokus drauf, was dazu geführt hat, dass Mitarbeitende in so eine Gilde
sag ich mal, mit einer Erwartungshaltung reingegangen sind, ich mache zum Beispiel einen Levelsprung oder ich bekomme ein gewisses Feedback und dann hinterher enttäuscht waren, dass es nicht so ist. Zu der Gilde selbst, dieses Jahr waren es wirklich viele Menschen. Also wir hatten 12 Personen aus dem Unternehmen, die für uns, sag ich mal, einen Querschnitt gebildet haben, jeweils aus jedem Team ein Scrum Master oder ein Product Owner, konnten die Teams selber stellen. Plus, wir haben unterschiedliche, ja, sag ich mal, Kompetenzlevel, auf denen wir agieren, plus Vertreter aus diesen Leveln, da konnten sich die Mitarbeitenden selber aufstellen und wurden dann per Zufallsprinzip noch in diese Gilde dazugewählt. Das heißt, es ist ein Mix aus lateralen Führungskräften und Mitarbeitenden auf unterschiedlichen Leveln, die hier zusammenkommen und dann entweder als Teamvertreter oder als Levelvertreter ja, die ganze Company, sag ich mal, auf dieser Magic Estimation hier einwerten und ja, wie man Stories, sag ich mal, in Relation zueinander schätzt, versuchen wir hier auf einer, sag ich mal, Proband auf einer neuen Feldermatrix Performance, haben wir unterschiedliche Kategorien, ich glaube, da muss ich nicht so stark drauf eingehen, hier gegeneinander, sag ich mal, mappen. Und das ist wiederum gekoppelt mit einem Gehaltsmodell, in dem Fall ein Zielgehaltsmodell, also Personen, die hier zum Beispiel in der Mitte oder am Ende landen, auf einer 8 oder auf einer 5, auf einer 2, bekommen dann das gleiche Gehalt. Und diesen Prozess haben wir in einem ja, Design Thinking Modell entwickelt, das auch mit, sag ich mal, mit einem freiwilligen Querschnitt aus der Company entstanden ist. Also wir haben aufgerufen, wer möchte diesen Prozess weiterentwickeln für 2021, wer möchte mitgestalten und haben dann in einer, sag ich mal, kleinen Gruppe haben wir unterschiedliche Modelle entwickelt, dann mit der Company wieder einmal gereviewt, uns Feedback eingeholt und das dieses Jahr ausprobiert. Genau, es weniger Gehalt gibt es nicht. Also es wird niemandem was weggenommen. Das fanden wir nicht fair. Was wir aber gesagt haben, ist, dass wenn jemand zum Beispiel unter seinem aktuellen Gehalt in der Performance eingeschätzt wird, da gibt es einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz, den die Person bekommt, aber kann auf jeden Fall nicht irgendwie jetzt keinen großen Sprung machen, aber wegnehmen, ja, wollten wir oder könnten wir niemandem was. Dafür werden die Menschen, die einen sehr großen Sprung machen, auch extrem stark belohnt, also da ist ganz viel möglich und ja, auch der Prozess, also wenn das jemand interessiert, gerne, kann mich gerne anschreiben, ich kann da sehr, sehr lange drüber berichten, wie das entstanden ist, was unsere Gedanken dahinter sind und, sag ich mal, wie das alles zusammenspielt, auch wie wir Feedback geben nach der Gehaltsgilde, hat sich sehr stark verändert, ja, weil natürlich das Spannende ist dann, wie teile ich das Feedback mit, wie teile ich mit, dass ein Gehaltssprung gemacht wurde. Also da kann ich wirklich stundenlang drüber sprechen. Wenn es jemand interessiert, sehr, sehr gerne einfach schreiben. Da berichte ich gern drüber. Das zum Thema Gehaltsgilde. Ja, also ich glaube, die Methode wird auf jeden Fall als gerechter empfunden. Christoph hatte da, ich weiß nicht, das warst nicht du, Christoph, oder? Nein, das war ein anderer Christoph, die Frage gestellt. Also nee, das war ich nochmal, genau. Ja, also auf jeden Fall viel fairer als vorher. Es gibt bei dem Thema Gehalt, es ist einfach so ein sensibles Thema. Es gibt immer Menschen, die sagen, ich fühle mich persönlich nicht quasi, vielleicht nicht fair in dem Sinne behandelt oder hätte gerne ein anderes Gehalt gehabt. Aber das ist unser, sag ich mal, bisher der fairste Prozess, den wir gemacht haben. Und insgesamt haben wir auch für die Gruppe, also für die 12 Personen, haben wir so ein Confidence Vote, haben wir es, glaube ich, genannt, oder so ein Vertrauensvote gemacht in der Company. Fühlt ihr euch durch diese Menschen gut vertreten? Also können die Personen euch gut einschätzen? Und die erste Iteration war, uns fehlen Personen, also Vertreter. Deswegen haben wir nochmal nachgewählt und haben versucht, in der Company zu validieren, sind das die Menschen, die auch wirklich jeden beurteilen können. Und dadurch, und natürlich Feedback, wenn es nicht positiv ist, tut das natürlich weh. Und es ist dann auch schade, wenn man das dann hört. Aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, das der fairste Prozess, den wir bisher gemacht haben. Darf ich dazu eine kurze Frage stellen?
Ich sehe gerade, wir haben noch ganz viele Fragen dazu, Christoph. Ja, gerne. Oliver, und dann gucke ich mal, was okay. Die anderen noch schnell beantworten kann. Das ist ein super spannendes Thema und da schlagen wir uns auch immer regelmäßig die Köpfe ein, Team und Management. Und die große Frage, die ich jetzt an euch habe, ist, was ist denn bei euch die Performance? Also ich habe vorhin ein bisschen rausgehört, einmal die Billable Hours, aber wie macht ihr die anderen Sachen auch transparent im Wert? Also wenn Produkte entwickelt werden, wenn, keine Ahnung, Akquise gemacht wird, wenn Artikel geschrieben werden oder was auch immer da auch entsteht. Was magst du oder soll ich? Du bist noch gemutet. Ich habe schon gerade gesehen, dass du angesetzt hast. Also ich glaube, du hast da wahrscheinlich sogar einen besseren Überblick, welche Kategorien wir genau haben. Ne? Wir sammeln das, glaube ich, in 5 Kategorien. Ein paar sind besser zu messen, keine Frage. Ne? Billable Hours ist relativ einfach zu messen. Wir haben auch Akquise, glaube ich. Wir haben Öffentlichkeitsarbeit. Das Thema Führung. Das also Thema wie viel Führung. Wie viel gebe ich auch in die Company zurück? Ne? Also wie viel Wissen, wie viel Mentoring mache ich? Wie viel nehme ich andere an die Hand? Und wir hatten den Prozess so, dass wir quasi diese 12 Leute mal in jeder Kategorie runterschreiben, was sie bei diesen Menschen sehen und was eben auch nicht. Ne? Und versuchen dann über diese Vielzahl von, ich will mal sagen, einzelne Daten und Fakten, ne? Artikel kann man auch relativ gut messen, ne? Wie viele Artikel wurden geschrieben, wie viele Vorträge, plus ein paar Dinge, wie viel Führung übernimmst du, wie sehr bist du Role Model, kannst du natürlich schwerer bewerten, ne? Aber dieser Mix an objektiven und subjektiven Kriterien werden dann miteinander verwurstet und dann entscheidet diese 12er-Gruppe, ob das eine 1, 2, 3 oder 8, 9 ist. Ja? Ich glaube, die Genauigkeit bei dem Modell liegt nicht bei 1 oder 2 oder 3, ja? Sondern in diesen großen Buckets. Ne? Und natürlich sind die Gehälter von 1 und 3 nochmal unterschiedlich. Aber was wir wollten, auch die Intention von diesem Modell ist, diese großen Ungleichgewichte, die man in großen Corporates auch hat, zu entfernen, die auch wir hatten, mussten wir fairerweise sagen. Ja? Wir haben diesen Bias, ja, dass sich manche besser verkaufen können, besser verhandeln können. Das wollten wir rausbekommen, weil das war früher, ich glaube, mindestens so nachteilig wie in vielen anderen Unternehmen auch. Ja. Heute ist es mehr, ich weiß nicht, ob Mitarbeiter bei 4 oder bei 6 sind. Ja. Das kann am Ende niemand genau sagen, aber da sind jetzt nicht die großen Sprünge, wo sich Menschen total unfair behandelt fühlen. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir Menschen, glaube ich, die sich unfair behandelt fühlen, aber da ist halt immer die Frage Selbstbild, Fremdbild, ja. Spielen so viele Faktoren mit rein, wie gut wurdest du in der Gilde vertreten. Ich glaube, Katrin hat es gut zusammengefasst. Es ist einer der gerechtesten Prozesse, die wir je hatten. Er ist nicht hundertprozentig gerecht und es fühlen sich nicht alle damit gerecht bewertet. Auch dieses Jahr nicht, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, es werden weniger. Ja? Unsere erste Gehaltsgilde, ich kann euch sagen, das war eine Explosion. Ja? Ich glaube, wir hatten 6, 7 Abgänge. Die sicher nicht allein durch die Gilde verschuldet waren, aber mit unter anderem daraus. Ja. Was diese 12 Personen auch schaffen, Thomas hat ja noch eine Frage reingeschrieben, also besondere Verdienste. Ich glaube, das fällt extrem stark auf, wenn jemand sich besonders in bestimmten Bereichen engagiert, was wir auch versuchen auszugleichen. Wir haben diese Kategorien, ne, also was du gesagt hast, Christoph, aber wir gucken auch, wenn Menschen, also wir haben ein paar, sag ich mal, Kriterien, auf die wir sehr stark gucken, besonders beim Thema Levelsprung. Also hier seht ihr Management und Senior. Also wenn man da jetzt einen Sprung macht, dann gibt es da bestimmte Kriterien, die wir stärker gewichten. Aber wenn sich jemand in einem anderen Bereich engagiert und zum Beispiel ein Chapter aufgebaut hat und da enorm viel erreicht hat, dann sieht das die Gilde normalerweise. Und dann gleicht das vielleicht auch Sachen aus, die bei anderen stärker sind. Also darauf achten wir auch. Wirklich, wir werden extern begleitet, also letztes Jahr haben wir es intern gemacht, dieses Jahr nochmal extern auch durch die Moderation und 2 Personen intern, also durch HR und durch mich. Und das fällt auf, also wir sprechen über Bias, wir gucken, dass uns irgendwie da nichts, dass da nichts verloren geht. Und zum Thema, wie viel Zeit investieren wir, das ist eine super Frage. Also wir haben einmal 2 Tage, an denen wirklich 12 Personen plus dem Fall meine Kollegin Anita und ich als Begleitung plus eine externe Moderation sich Zeit nehmen, um diese ganze Einwertung zu machen, um Feedback zu sammeln für unsere Kolleginnen und Kollegen. Und dann haben wir zur Vorbereitung natürlich nochmal irgendwie Zeit, in denen wir, ich glaube, mindestens 3 bis 5 Workshops gemacht haben, mit einer kleinen Vorbereitungsgruppe, irgendwie 2, 3 Stunden. Plus HR, also Anita und ich, enorm viel Vorbereitung
in Miro Board. Wir haben dieses Jahr also auch wieder eine Remote-Gilde durchgeführt. Auch das kann ich sagen, funktioniert extrem gut. Also da fließt sehr viel Arbeit rein. Ja, plus Feedback-Gespräche und so weiter. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Maria. Gut. Sehr gut. Ich mache kurz den Abschluss und dann lösen wir auch mal die formale Runde. Wir haben viel länger gebraucht, als wir gedacht haben, wie immer. Aber kein Problem. Ganz kurz noch was zu Sustainability, weil es uns auch ja nicht spurlos an uns vorbeigeht. Ne? Und gerade als Beratung, glaube ich, hat man da auch eine Verantwortung, ne? Weil wir früher auch irgendwie quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz geflogen sind. Klar, da hat die Pandemie ein bisschen geholfen, aber wir versuchen auch in Zukunft da ja unseren Beitrag zu leisten. Ja? Und das fängt natürlich an mit CO2-Kompensation, ne? Wo wir uns klimaneutral stellen, auch bis zur Gründung zurück. Ne? Aber das kann immer nur ein Anfang sein, ne? Weil man kann jetzt irgendwie nicht im Saus und Braus leben, ne? Und dann sagt man einfach, man kauft sich mit Geld frei, ne? Großartig, CO2-Kompensation, wir zahlen schön brav das Geld und dann ist alles clean und grün. Sondern wir versuchen natürlich auch das Thema Remote First, ne? Wenn es nicht um große Themen geht, nicht um wesentlich wichtige Workshops, einfach viel auch remote zu machen, weil, glaube ich, mittlerweile klar sein sollte, dass auch remote vieles möglich ist. Ne? Wir versuchen genau lokale Standorte, das habe ich vorher ein bisschen versucht zu erklären. Ne? Das war eigentlich schon vor der Pandemie so ein bisschen der Fokus, einfach um die Fluktuation zu reduzieren. Heute spielen auch die Nachhaltigkeitsgedanken damit rein, dass wir Projekte in der Nähe suchen. Ja? Dass wir nicht immer, weiß nicht, die Münchner nach Hamburg schicken und die Hamburger nach München, ja? Einfach weil es jetzt besser passt von den Projekten. Und was wir auch gestartet haben letztes Jahr, vorher war es eher eine Gilde, um vielleicht wieder zurück bei unseren Wordings zu bleiben, ja, eine freiwillige Gilde, die sich darum gekümmert hat, Scrum in die Schulen zu bekommen. Und das Thema ist so gut angekommen, und ja, das ist viel Non-Profit, ja, wir verdienen eigentlich kein wirkliches Geld damit. Wir haben trotzdem zwei Kollegen angestellt, die sich jetzt wirklich hauptverantwortlich um das Thema kümmern. Das ist so unser Beitrag auch in die Modernisierung des Schulwesens in Österreich und Deutschland, wo sich jetzt 1,5 Leute, ne, die Kollegin in Österreich ist nur Teilzeit, wirklich um das Thema Schulen kümmern. Das funktioniert extrem gut, ja, ich glaube, geldmäßig ist da doch nicht so viel dahinter, aber es wird super angenommen in den Schulen. Die haben ganz, ganz viele Workshops und die freuen sich immer über neue Schulen. Ja? Also da auch kurz Werbung. Ja? Wenn ihr Schulen kennt, die an sowas Interesse haben, wir machen das auch alles ohne Budget. Ich glaube, da entsteht was richtig, richtig Gutes und wir glauben einfach daran, dass das auch ein Teil unseres Wertbeitrags zurück an die Gesellschaft ist, was zu investieren. Also auch das geht nicht an uns vorbei. Da sind wir auch gut stolz, dass wir da auch einiges investieren und da ja so ein bisschen Themen vorantreiben, die nicht rein ein Profit-orientiert sind. Und damit beschließen wir das Thema auch. Wir freuen uns natürlich noch auf Fragen, die ihr habt. Ja? Aber wenn ich da vielleicht nochmal zurückgehe, das war so ein bisschen unser Streifzug, ja, durch einige Themen. Ich glaube, wir haben vieles, vielleicht abschließend, ich bin ja auch wirklich schon länger dabei, ich glaube, wir haben vieles geändert. Ich glaube, dieses Thema nie zur Ruhe zu kommen, ja, immer was Neues auszuprobieren. Ja. Katrin hat erzählt, wir machen uns gerade ganz viel Ideen, dass wir vielleicht irgendwie noch eine andere Art der Skalierung brauchen. Ja. Weil ihr könnt euch vorstellen, wir sind jetzt irgendwie um die 8 Teams. Wir wollen noch ein paar Leute einstellen, dann bist du bei 9 oder 10 Teams. Plötzlich hast du 10 Scrum Master plus einen Chief Scrum Master. Ja, was sagt uns da die gute alte Teamlehre? Ja? 11 sind schon wieder zu viel eigentlich für ein Team. Und das sind so gerade die Diskussionen, die uns bewegen. Ja? Wie können wir die PO-Runde, die Scrum Master-Runde wieder eine Spur kleiner bekommen? Ja? Vielleicht nochmal skalieren, weil wir heute mit den 10 Leuten nicht mehr so wirklich effizient diskutieren können und entscheiden können. Also da wird uns nicht langweilig und sprecht uns an, wenn ihr noch was braucht. Und und unsere Kollegen haben aus HR haben uns auch gesagt, wir sollen nochmal Werbung machen. Wir suchen auch Leute. Also wer Lust hat, sich das anzutun, ja? Ich sage das jetzt absichtlich so mit einem kleinen Augenzwinkern, ja? Herzlich eingeladen, da auch auf uns zuzukommen. Katrin. Ich finde, du hast das super zusammengefasst. Es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer ihr habt Fragen oder dürft auch gerne im Nachgang da die herzliche Einladung an mich, an Christoph und auch an alle anderen Kolleginnen und Kollegen, wenn euch ein Thema besonders interessiert, Fragen stellen.
Genau. Gerne auch Feedback, was hat es euch geholfen, hat es was gebracht, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir sind weiter da. Danke schon mal fürs Dabeisein, danke fürs Zuschalten. Ihr bekommt die Slides, werden wir über Meetup verteilen. Auch die Aufzeichnung sollte dann über Meetup die nächsten Tage zur Verfügung stehen. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Ich hoffe, wir haben die Zeit nicht zu sehr gestresst und wir sind weiter hier für Fragen. Ja? Macht's gut. Danke, dass ihr da wart.